Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Ja, sie hatten was vor. Nach den Siegen zuletzt in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal wollten die Turbinen gegen Duisburg den nächsten Dreier einfahren. Doch die Gastgeberinnen kamen mit dem hohen Pressing des MSV zunächst gar nicht zurecht und nach 10 Minuten die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Turbine kam erst nach 20 Minuten in Schwung, aber dann richtig. Anna Gaspar findet zunächst keine direkte Anspielstation und so muss der Ball noch einmal durchs Mittelfeld laufen. Sarah Sadrasil bringt dann aber Caro Siems ins Spiel. Plötzlich geht alles ganz schnell und Lara Praschnika aus spitzem Winkel ganz cool zum 1:0. Wenn es gefährlich wurde in der Duisburger Hälfte, dann war Lara Praschnika beteiligt. 10 Minuten später die Riesenchance für die Slowenin. Sie macht fast alles richtig, nur der Pfosten stand ihrem zweiten Treffer dann doch im Weg. Aber trotzdem, Turbine schien sich auf der sicheren Siegerstraße zu befinden. Doch dann das. Hoher Ball in den Potsdamer Strafraum. Eigentlich eine harmlose Angelegenheit, doch Lisa-Marie Markas nutzt die Chance, Vanessa Fischer zu überlisten. Ein wirklich unglückliches Gegentor für die Turbinen und überhaupt eine erste Halbzeit, mit der in der Pause in der Potsdamer Kabine sicher keiner zufrieden sein konnte. Klar, wir waren ein bisschen davon überrascht, wie hoch Duisburg angegriffen hat. Wir hatten Probleme, dann hinten unser Spiel aufzuziehen, rauszuspielen. Duisburg hat dann eben volles Risiko gespielt, sind hinten auf eine Dreierkette gegangen und haben Mann gegen Mann gespielt. Das haben wir in der Halbzeit auch nochmal aufgezeigt. Dass wir da im Prinzip schnell in die Tiefe spielen müssen, um einfach zu größeren Torchancen zu kommen. Wir haben vor allem über unseren Spielaufbau geredet, weil sie uns ja schon angepresst haben, was wir da einfach besser lösen müssen und auch unser Spiel nach vorne, dass wir einfach die Breite besser nutzen müssen. Und ja, das haben wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch besser gemacht. Da hat Vanessa Fischer in jedem Fall recht. Turbine kam mit dem Duisburger Pressing im Durchgang 2 deutlich besser klar. Nina Ehegötz mit der nächsten Chance. Kurz darauf war sie als Freistoßschützin gefordert. Kein optimaler Ball, aber er wird nochmal gefährlich. Und Sarah Agresch mit der nächsten Kopfballgelegenheit. Nach einer Stunde letzte Anweisung für Turbinen-Nachwuchsjoker Sophie Weidauer. Ihre Zeit sollte noch kommen. Eine Viertelstunde vor Schluss. Schöner Ball auf Lara Praschnika. Sie könnte jetzt selbst abschließen, aber sie hat den Blick für Sophie Weidauer. Und die 17-Jährige behält die Ruhe und macht das 2:1. Ich dachte eigentlich, sie macht es alleine, weil sie eiskalt vom Tor ist und sie sich eigentlich diese Dinger nicht vom Fuß nehmen lässt. Aber ich war umso glücklicher, dass sie einfach abspielt und ich den einfach ins Tor schieben kann. Aber ich hätte ihr genauso den Treffer gegönnt. Ja, Sophie Weidauer macht das schon die ganze Saison toll. Sie ist noch ganz jung, hat gerade den Führerschein gemacht. Wir bringen sie immer wieder. Viele werden sich vielleicht auch mal fragen, warum sie nicht von Anfang an spielt. Aber wir wollen sie einfach behutsam in diese erste Mannschaft integrieren. Ich brauche Zeit. Also wie soll ich sagen, Schritt für Schritt schaue ich einfach nach vorne. Kommt auch drauf an, wie ich mich entwickle. Und wir schauen dann einfach Zeit für Zeit, was das Beste für mich ist, was für die Mannschaft das Beste ist. Und dann lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Doch zurück zum Spiel. Fast nämlich werden die Duisburgerinnen sofort nach Wiederanstoß in den Torjubel der Turbinen gegrätscht. Und zwar richtig, Katrin Radke, aber nur an die Latte. Glück für die Potsdamerinnen, die danach nichts mehr anbrennen ließen. Klara Czajnova mit der letzten Chance für die Gastgeberin. 2:1 also am Ende. Ein Arbeitssieg gegen Duisburg, der Mut macht für die kommende schwere Aufgabe in Hoffenheim. Ich denke, das wird ein spannendes Spiel für uns. Wir können einfach mal gucken, wie weit wir insgesamt mit der Mannschaft sind in der Offensive und Defensive. Können da ohne Druck hinfahren und wollen natürlich auf jeden Fall dort auch punkten. Auch wenn Hoffenheim bis jetzt in der Hinrunde sehr, sehr guten Fußball gespielt hat, auch sehr, sehr spielstark ist. Aber da wollen wir alles gegensetzen und auch möglichst gewinnen.